sind halt beim Robert Christl im Sägewerk und der Robert wird uns jetzt einmal ein bisschen was über seinen Betrieb erzählen. Wir haben ein familiengeführtes Sägewerk, schneiden im Jahr ungefähr so 20.000 Festmeter ein. Zurzeit beschäftigen wir 14 Mitarbeiter, haben wir 3 Trockenkammer, holen wir ein bisschen was und eine Spaner Holzvergaseranlage haben wir auch noch. Robert, jetzt haben wir ein bisschen was über den Betrieb gehört. Vielleicht kannst du uns jetzt auch noch was erzählen, wo deine Hackschützen überhaupt herkommen. Die Hackschützen folgen bei uns ganz normal im Sägewerk an, da wo sie gehackt werden in einem Bunker ausgefördert, wo sie dann mit einem LKW abgeholt werden, zur Trocknung runtergebracht werden, nach der Trocknung da hinten ins Lager eingelagert werden. Und dann wieder gesiebt oder nochmal behandelt zu uns in die Holzvergasungsanlage benutzt werden. So, jetzt sind wir direkt vor der Anlage. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was zu den technischen Daten von der Anlage erzählen? Ja, wir haben 2014 in Betrieb gegangen. Wir haben eine elektrische Leistung von 45 kW, roundabout 100 kW thermische Leistung. Haben wir insgesamt bis jetzt 23.000 Betriebsstunden aufgefahren, wo allein 2016 dann 8.400 Betriebsstunden waren. Okay, sauber. Kannst du uns noch ein bisschen was zu warten erzählen, was man da so machen muss, was die Abschnitte ist? Wir werden alle 2-3 Tage am Bunker befüllen, dauert ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Alle 400 Stunden wird vom BHKW ins Öl gewechselt und vielleicht da einmal im halben Jahr der Gasfilter, wo so 2 Stunden ungefähr dauert, wenn man Gasfilter wechselt. Und ansonsten haben wir keine Probleme, weil wir ganz trockene Abschnitte haben, wo somit keine Ärger entstehen. Das heißt, desto trockener der Hackschnitzel, desto besser ist die Gasqualität, oder ist das? Meiner Ansicht nach schon. Okay. Kannst du uns jetzt noch ein bisschen was zu deiner Trocknung erzählen, wie du trocknest, wie das geht? Wir trocknen in einem Abrollcontainer drinnen unsere Hackschnitzel, haben ungefähr 34-35 Kubikmeter Platz drinnen. Zur Dauer von der Trocknung im Sommer brauchen wir ungefähr ca. 1-2 Tage für eine Ladung. Deswegen Bunkerbau da hinter uns im Lager drinnen. Im Winter brauchen wir ungefähr für unseren Container 7 Tage. So Robert, kannst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, was du mit der ganzen Wärme so alles machst? Wir brauchen die ganze Wärme bei uns im eigenen Betrieb drinnen, für unser Wohnhaus, Betriebsgebäude und für unsere 3 Trockenkammern. Natürlich werden bei uns auch noch die Hackschnitzel getrocknet, wo zu einem bestimmten Teil auch verkauft werden. Holzvergaser produziert, kommt ja auch noch ein Haufen Strom raus. Was machst du mit dem? Wir haben den Strom überwiegend im Eigenbedarf. Wir haben uns damals 2014 für das KWKG entschieden und nicht fürs EEG, weil wir beim KWKG unsere eigenen Resthölzer nutzen dürfen. Durch das, dass der ganze Strom bei uns im Eigenverbrauch ist, ca. 80% des Eigenverbrauchs, ist das für uns die beste Lösung, weil wir für den selbstverbrauchten Strom 5 oder 6 Cent kriegen. Okay, und nachts laufen ja eure Maschinen. Was macht ihr dann da? Nachts läuft auch relativ früh bei uns. Wir haben 3 Trockenkammern, die laufen rund um die Uhr, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Abschließend noch sagen, warum hast du dich für einen Holzvergaser von der Firma Spanner RE entschieden? Weil das für mich schon immer schön war zum Buschern, dass man seine eigenen Hackschnitzel hernehmen kann, dass man Strom und Wärme produzieren kann. Das ist einfach für mich das Einfachste und das Schönste, dass man da keine anderen Ressourcen hernehmen muss. Okay. Thank you.
springt der rote Bommel drin. Super! Wir sind heute beim Robert Christel in Weinichel beim Sägewerk und jetzt erzähl uns einmal, was heute so. Quatsch. Geht schon los, jetzt sind die ersten Fragen. Hackschnitzel am Feld. Nein, man kann die Hackschnitzel nicht trinken. Ach so, und auch nicht verkauft. Nein, nicht verkauft, man kann nicht so machen. War die ganz kleine Messe. Wir kriegen Stromgeld, wie wir es selber verbrauchen. Das haben wir selber. Das ist ausgeschossen. Gott, das war echt schon. Das war, aber das kriegen wir auch nochmal hin.